Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Video über den Tiny SA Ultra. Ja, wir hatten schon ein Praxisvideo hier mal zu dem Tiny SA, zu dem kleinen Spektrum-Analyzer gemacht und ich möchte noch ein zweites hinterher schieben, wo wir nochmal drei praktische Beispiele zeigen, was man mit einem solchen Spektrum-Analyzer machen kann. Los geht's! Bevor wir loslegen, noch eine kleine Warnung. Ein solcher Spektrum-Analyzer ist ein sehr empfindliches Messgerät, das an seinem Eingang nur einen ganz kleinen, niedrigen Pegel überhaupt verträgt, bevor es kaputt geht. Beim Tiny SA steht das drauf, ihr seht es hier, plus 6 dBm maximal und 5 Volt DC maximal. Das bedeutet, am Eingang dürfen maximal 4 Milliwatt anliegen. Nicht 4 Watt, sondern 4 Milliwatt. Um höhere Leistungen runterzubringen, muss man ein Dämpfungsglied dazwischen schleifen, in die Messung reinschleifen, wie zum Beispiel dieses hier. Das ist ein 40 dB Dämpfungsglied. Das bringt also alles um den Faktor 10.000 runter. Das heißt, damit können wir maximal 40 Watt Leistung runterbringen auf 4 Milliwatt. Am besten ist es aber, man bleibt sogar noch darunter, 10 oder 20 dB darunter, über diesem Maximalwert, der hier angegeben ist. Bei unseren Messungen jetzt hier mit HF ist das DC-Offset eher unproblematisch, aber wenn ihr zum Beispiel in Schaltungen reingeht, Verstärker zum Beispiel durchmesst, dann kann es sein, dass die mit einem DC-Offset, mit einem Gleichspannungs-Offset beaufschlagt sind. Das am besten komplett rausfiltern mit DC-Blockern bzw. mit einem Kondensator. Ja, das als Warnung vorab. Ich persönlich habe darauf hingewiesen, ich kann aber keine Haftung übernehmen für das, was ihr mit euren Geräten macht. Bitte informiert euch vorher, bitte nutzt Dämpfungsglieder und seid vorsichtig mit eurem Spektrum-Analyzer. Für die erste Messung brauchen wir auch tatsächlich mal hier diesen 40 dB Abschwächer, denn wir wollen mal die Sendeleistung eines Handfunkgerätes messen. Das kann man nämlich mit einem Spektrum-Analyzer auch machen. Und dafür habe ich hier das Handfunkgerät mal auf 145 MHz eingestellt. Das heißt, wir passen jetzt hier auch als allererstes mal den Spektrum-Analyzer an. Ich gehe mal auf Frequenz und sage Center 145 MHz und wir machen mal zum Beispiel einen Span von 100 kHz hier an Bandbreite. Ihr seht, das dauert jetzt so ein bisschen, bis der hier das alles zeichnet. Aus diesem Grund setze ich auch ganz schnell nochmal hier über Display und Sweep Points die Anzahl der Punkte runter auf 200. Das soll uns reichen. Wir müssen ja nicht genau messen, wir müssen nur schauen, wo ist welcher höchste Pegel. Und das können wir uns jetzt hier anzeigen lassen. Wenn ich mal einmal auf die Push-to-Talk-Taste drücke, dann seht ihr, kriegen wir hier diesen Pegel angezeigt. Und da sehen wir auch irgendwas von minus 6 dBm irgendwie. Da können wir aber noch nicht allzu viel mit anfangen. Wir müssen hier noch einiges umschalten, damit wir da Wattzahlen messen können. Das erste, was wir umschalten, ist mal die Einheit. Dafür gehe ich in das Menü Level, das handelt sich ja hier um die Y-Achse und da haben wir den Punkt Unit und unter Unit können wir umstellen von dBm auf Watt zum Beispiel. Und wenn ich dann nochmal aufdrücke, dann bekomme ich hier auch eine Wattzahl angezeigt. Die ist aber hier noch im Mikrowattbereich. Da stimmt noch irgendwas nicht. Das Funkgerät sollte mehr rausbringen. Und das Rätselslösung liegt hier in diesem Abschwächer, der ja hier in Reihe geschaltet ist. Das heißt, es kommt nur sehr wenig an und der Spektrum-Analyzer kalkuliert hier diesen Abschwächer nicht mit rein. Das können wir aber ändern, ebenfalls über das Level-Menü. Und da gibt es nämlich hier den Punkt External Gain. Und wenn wir da drauf gehen und hier dem mitteilen, dass da noch ein minus 40 dB Abschwächer dazwischen geschaltet ist, so wird uns das jetzt hier auch angezeigt. Und wenn wir dann nochmal aufdrücken, dann seht ihr hier schon etwas von 2,7 Watt. Und da haben wir schon einen realen Wert. Problem ist jetzt nur, sobald wir hier loslassen, verschwindet dieser Wert wieder. Und es wäre gut, wenn wir den irgendwie fixieren könnten. Und das lässt sich machen im Trace-Menü. Wir gehen dafür einmal
hier zurück und zu den Traces und dann haben wir hier Trace 1 und da können wir im Bereich Kalk nun sagen, dass der Maximalwert gehalten werden soll über die Funktion MaxHold. Sobald ich die jetzt hier einmal aktiviere und dann aufdrücke, lass mal ganz kurz messen. Ja, und dann, sobald ich loslasse, bleibt dieser Maximalpegel erhalten. Wir können den jetzt hier wunderbar ablesen. Das Einzige, was jetzt hier noch nicht so wirklich stimmt, ist die Skalierung der Y-Achse. Und das wollen wir auch noch schnell einmal anpassen. Dazu gehe ich nochmal in Level rein. Und dann sage ich zum Beispiel, wir wollen oben an der obersten Kante sozusagen 6 Watt haben. Und dann wollen wir eine Skalierung haben, zum Beispiel von 500 Milliwatt pro Einheit. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir hier 6 Watt, 5,5 Watt, 5 Watt, 4,5 Watt und so weiter. Ja, und so haben wir jetzt hier diese Sendeleistung fixiert und auch in eine Anzeige gebracht, wo man damit was anfangen kann. Damit aber nicht genug. Wir wollen ja auch die anderen Sendeleistungen noch anpassen und uns anzeigen lassen. Das war ja jetzt hier nur Low. Und wir wollen die auch in die gleiche Grafik mit reinbringen. Damit das funktioniert, gehen wir nochmal ins Trace-Menü und arbeiten jetzt mit Traces und Markern. Im Trace-Menü können wir nämlich jetzt für den Trace 1 sagen, da sind wir fertig mit Messung. Aus diesem Grund klicke ich hier Freeze an und dann wird das fixiert und jede weitere Geschichte verändert jetzt hier nichts mehr. Dann nehme ich einen weiteren Trace hinzu. Ich klicke auf Trace 1 und klicke dann hier mal auf Trace 2. Den schalte ich ein und dann verändere ich hier die Frequenz einmal ganz kurz leicht. Und wenn ich jetzt hier einmal aufdrücke, dann seht ihr, dass hier jetzt ein grüner Trace quasi hochkommt. Und hier kann ich jetzt genauso vorgehen wie gerade auch. Das heißt, ich mache auch hier einmal Kalk an und sage Max Hold. Ich ändere hier die Sendeleistung am Gerät mal auf Medium. Und dann drücke ich nochmal auf und dann sehen wir hier dann einen Träger aufkommen und der ist ein bisschen größer und sobald ich jetzt hier loslasse, ja, bleibt auch der erhalten. Das Einzige, was uns jetzt hier noch fehlt, ist eine genaue Angabe der Frequenz und dafür müssen wir einen neuen Marker setzen. Das machen wir mal gerade. Ich gehe ins Marker-Menü herein, gehe auf Modify Markers, klicke auf Marker 1 und möchte dann Marker 2 aktivieren. Marker 2 soll aber nicht auf dem Trace 1 liegen, sondern auf dem Trace 2. Und wir wollen den als Tracking-Marker haben, dass er automatisch an die höchste Position kommt. Und sobald ich das gemacht habe, sehe ich hier auch die Werte. Ich muss nur noch Delta einmal ausschalten, damit ich hier auch die realen, die absoluten Werte kriege. Und dann seht ihr, sind wir hier bei 3,02 Watt, die ich hier habe. Ja, das Ganze mache ich jetzt nochmal für die hohe Sendeleistung. Also, los geht's. So, jetzt habe ich auch noch einen weiteren Trace hinzugefügt, einen weiteren Marker hinzugefügt und dann seht ihr, haben wir hier die Sendeleistungen auf 2 Meter für Low, Medium und High und haben hier das nicht nur grafisch dargestellt, sondern haben hier auch die tatsächlichen Werte, ja, von 2,5 über 3 bis hin zu fast 5 Watt Sendeleistung, etwas mehr als 4,5 Watt, die wir hier haben, ungefähr 4,5 Watt. Ja, und das ist das, was ich hier dann gemessen habe. Ja, und wer hier ganz ambitioniert ist, der kann dann noch in die Multi-Ansicht gehen und parallel auch immer noch das Ganze durchmessen, zum Beispiel fürs 70 cm Band. Ein Oszilloskop hat oftmals eine sogenannte Fast-Fourier-Transform mit an Bord, eine Berechnung, mit der man das Oszilloskop so ein bisschen zu einem Spektrumanalyzer machen kann. Ähnlich sieht das beim Spektrumanalyzer aus. Der hat den sogenannten Zero-Span-Modus, womit man den so ein bisschen zu einem Oszilloskop machen kann. Beides ist aber, oder in beiden Fällen ist das Ganze aber sehr rudimentär und man kann nicht wirklich damit
arbeiten, es sei denn, man hat richtig teure Geräte. Trotzdem möchte ich euch diesen Zero-Span-Modus einmal zeigen, damit ihr wisst, wo der ist, wie der funktioniert und wie man sich das Ganze vorstellen kann. Im Normalfall ist es so, dass wir einen Filter haben im Spektrum-Analyzer, den Resolution-Bandwidth-Filter. Das ist ein schmaler Filter und an dem werden die Frequenzen des Frequenzspektrums vorbeigemischt, der Pegel wird gemessen und das Ganze wird geplottet und dann wird das wiederholt und wiederholt und wiederholt. Beim Zero-Span-Modus ist das ein bisschen anders. Da wird dieser Filter fest auf eine Frequenz gesetzt. Es wird nichts daran vorbeigemischt, sondern es wird nur diese eine Frequenz gemessen und dann immer die Amplitude geplottet und das Ganze quasi über Zeit, sodass wir so ein bisschen sowas haben wie ein Oszilloskop. Ihr seht hier mal, ja, noch nicht allzu viel, müssen ein bisschen reinzoomen. Wir haben hier ein AM-Signal und zwar auf der Frequenz 10 MHz. Das zeige ich euch mal gerade. Gehen wir mal ein bisschen daran. Da ist dieses Signal. Ja, und so sieht das aus, wenn hier eben diese Frequenzen übers Spektrum gemischt werden. Und jetzt können wir hier drüber im Bereich Frequency den Zero-Span-Modus aktivieren. Und sobald ich das mache, werde ich hier nach einer Frequenz gefragt und da kann ich hier dann 10 MHz eingeben. Ja, und wenn ich das dann gemacht habe, dann wird eben hier diese, was auf 10 MHz zu sehen ist, über Zeit geplottet. Das Ganze ist noch so ein bisschen wild. Wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zu formatieren. Dazu schauen wir uns mal hier den Pegel an. Der liegt so vielleicht, ja, müssten wir vielleicht so auf minus 10 dBm mal. Wir fangen mal auf der Y-Achse an, setzen das Referenzlevel mal auf minus, sagen wir mal, minus 20 dBm, dann kriegen wir es auch ein bisschen höher, jawohl. Dann setzen wir hier das Scale per Divider mal auf 5, damit wir das ein bisschen größer hochziehen können. Dann sieht das Ganze hier schon ein bisschen deutlich besser aus. Ja, jetzt müssen wir nur noch dieses unruhige Springen in den Griff bekommen. Das können wir über den Punkt Trigger machen. Da müssen wir einfach einen Trigger setzen, hier zum Beispiel ja, 45, minus 45 dBm zum Beispiel, in das Signal rein, in den Signalweg rein, also Trigger. Dann gehen wir hier auf Trigger Level und dann sagen wir hier nochmal Level und sagen dann minus 45 dBm. Und sobald wir das gemacht haben, seht ihr schon, ist das jetzt insgesamt etwas ruhiger. Das Einzige, was hier noch rumspringt, ist hier der Marker. Und den könnte man natürlich jetzt im Marker-Menü ändern, aber es gibt einen Trick. Wir können den auch einfach manuell verschieben hier über diese, über dieses Drehrad. Das heißt, wir bewegen dieses Drehrad einmal ganz kurz so ein bisschen und dann haben wir eben diesen Trigger hier auf diesen Marker auf eine Frequenz gesetzt und dann ist der auch nicht, springt er hier auch nicht mehr so rum. Ja, das ist das, was man hier dann machen kann. So kann man sich das Signal jetzt ein bisschen angucken. Was so ein bisschen fehlt, ist das Rein- und Rauszoomen und natürlich auch die flexible Handhabung, die man an einem Oszilloskop hat. Das Einzige, was wir jetzt hier noch groß machen können, das zeige ich euch auch nochmal gerade, ist, wir gehen nochmal zurück und gehen in den Bereich Display rein. Da können wir nämlich die Sweep Time ändern. Hier können wir also manuell sagen, wie lange soll denn quasi, wie lange soll denn das sein, was hier dargestellt werden soll, also zeitlich. Dann können wir zum Beispiel mal, wir sagen mal 100 Millisekunden. Ja, und wenn wir das machen, dann seht ihr schon, kriegen wir jetzt hier deutlich mehr Signal angezeigt oder wenn wir die Sweep Time wieder runtersetzen auf, sagen wir mal, 20 Millisekunden, dann sind wir eben hier etwas näher ran an der Dianze. Und so kann ich das so ein bisschen beeinflussen. Aber da muss man auch ja Abstriche machen. 200 Millisekunden jetzt hier nochmal. Ja, so wirklich groß was sehen und vermessen kann man hier nicht. Das ist also dann doch eher ja eine rudimentäre Funktion, die wir hier haben, was diesen Zero-Span angeht. Zum Abschluss, genau wie im letzten Video, mal eine etwas anspruchsvollere Geschichte wieder. Und zwar wollen wir uns einmal das Phasenrauschen anschauen, den Phase Noise. Das ist ja so eine ganz klassische Anwendung für Spektrum-Analyzer und es ist etwas, was auch sehr wichtig ist, um die Güte von Schwingungserzeugern, von Oszillatoren zu messen und zu bewerten.
Und das kann man natürlich hier mit einem Spektrumanalyzer machen. Ich habe hier mal ein Signal schon auf 25 MHz. Und hier gibt es auch eine Measurement-Funktion, eine Measure-Funktion, die wir relativ einfach aufrufen können über das Menü und dann über Measure. Und dann gibt es hier den Punkt Phase Noise. Da brauchen wir jetzt nur die Frequenz angeben. Das ist also hier 25 MHz, da liegt unser Signal. Und jetzt müssen wir den Abstand angeben, wo die Messung durchgeführt werden soll. Klassischerweise ist es ja so, dass man so im Bereich zwischen 10 hoch 3 bis 10 hoch 6 Hertz misst. Also irgendwas so 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz oder 1 MHz Entfernung, dann das Phasenrauschen misst. Und das wird ja auch geplottet, zum Beispiel auf so ein Phasenrauschen-Grafik. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, und wir machen hier einfach mal zum Beispiel 10 Kilohertz Entfernung, messen dort einfach mal das Phasenrauschen. Ja, und dann dauert es einen Moment. Der hat hier schon alles vorbereitet. Er hat einerseits den Tracking-Marker auf das Nutzsignal hier gesetzt und zum anderen hat er in genau 10 Kilohertz Entfernung einen Noise-Marker gesetzt, dass wir an dem Hertz pro Hertz hier erkennen können. Und dann sehen wir, der hat hier auch noch so ein Kalkulieren, so eine Berechnungsfunktion, dass er hier den Durchschnitt aus 4 Durchläufen berechnet. Average of 4 heißt das, sodass wir hier jetzt unser Phasenrauschen sehen, das so ja bei minus 90 dBc pro Hertz liegt in 10 Kilohertz Entfernung. Ja, das ist das, was hier quasi die automatische Funktion machen kann. Ich persönlich finde die aber so ein bisschen ja auch eher suboptimal, denn um das mal hier zu zeigen, beim Phasenrauschen ist es ja so, es ist im Prinzip völlig egal, ob ich die rechte oder die linke Seite nehme. Die beiden Seiten sind identisch, was das Phasenrauschen angeht. Das heißt, ich vergeude hier die Hälfte des Platzes im Prinzip für eine Seite, die ich gar nicht brauche. Es wäre wesentlich besser, wenn ich mich auf eine Seite konzentrieren würde. Zweite Sache ist, das ist etwas, wo ich gerne mehrere Marker schon automatisch gesetzt bekommen hätte, zum Beispiel in 10 Kilohertz und 100 Kilohertz Entfernung, damit man auch so ein bisschen was sehen kann, oder 1, 10, 100 Kilohertz, 1 Megahertz, direkt 4 Marker setzen, dann hat man auch ein gutes Bild, einen guten Überblick, wie das Phasenrauschen ja über den Abstand so performt, auch wenn die etwas weiter entfernt drin jetzt nicht ganz so interessant sind. Das kann man aber natürlich manuell machen, das möchte ich euch auch gerade nochmal zeigen. Wir gehen dafür einfach mal hier hin, laden nochmal die Standardeinstellungen. So, dann was die Frequenz angeht, setze ich jetzt hier Start- und Stopppunkte. Das heißt, ich setze zum Beispiel, wir haben ein Signal bei 25 MHz, das heißt, ich setze hier zum Beispiel mal bei 24.990 MHz den Startpunkt hin. Und dann den Stopppunkt setze ich ja vielleicht so ein Megahertz höher, etwas knapp mehr als ein Megahertz höher. Das heißt so vielleicht irgendwo bei 26,2 Megahertz. So, und dann haben wir hier im Prinzip das Phasenrauschen über einen ganz großen Bereich. Kann ich das jetzt hier messen und habe hier eben das Signal am Anfang. Oder ich mache es, wenn ich nicht so ausführlich messen will, kann ich hier auch ein bisschen kleiner gehen und sage, ich möchte zum Beispiel nur bis 25.150 zum Beispiel haben. Dann bin ich noch ein bisschen näher dran und kann mir das hier besser anschauen. Aber das, so würde ich mir das wünschen, wenn das so wäre. Jetzt müssen wir noch ein paar Marker setzen. Das machen wir gerade. Ich mache das mal exemplarisch mit 2 Markern. Den ersten haben wir ja schon im Prinzip hier automatisch gesetzt auf den höchsten Punkt. Den zweiten setzen wir jetzt manuell hinzu. Marker Nummer 2 aktivieren als Data-Marker natürlich zu 1, denn wir wollen das ja in Relation sehen. Und jetzt ganz wichtig, wir müssen jetzt hier den Punkt Noise aktivieren, damit es eben ein Noise-Marker ist. Standardmäßig ist es ja so, dass die Marker alle abhängig sind von der Resolution Bandwidth des Spektrumanalyzers. Das kann ich aber nicht gebrauchen, wenn ich eine Noise-Messung machen möchte, denn da muss ich genau auf 1 Hertz Breite kommen. Und damit man das umrechnet oder damit der Spektrumanalyzer das automatisch umrechnet auf eine theoretische Bandbreite von 1 Hertz, gibt es eben diese Noise-Marker, die genau das machen. Und deswegen ist auch die Anzeige am Ende dBc pro Hertz. Ja, wenn wir das dann hier eingestellt haben, müssen wir nur noch den Abstand dieses Markers einmal bestimmen.
Wir wollen keinen Tracking-Marker, sondern gehen auf Search und geben Enter Frequency ein. Und dann geben wir jetzt hier eben ein 25,01, das heißt 10 Kilohertz oberhalb dieser Frequenz. Da setzen wir den hin und dann seht ihr, haben wir jetzt hier diesen Tracking-Marker, diesen Marker hier automatisch gesetzt, diesen neuen Marker 10 Kilohertz Entfernung. Da sehen wir jetzt hier ebenfalls das Phasenrauschen angezeigt. Wir können noch einen weiteren hinzunehmen. Dazu gehen wir mal hier noch hinzu und machen mal einen Marker 3 noch hinzu, setzen auch den wieder als neues Marker und geben auch hier jetzt eine Frequenz wieder ein. Und da machen wir einfach 25,1 MHz, das heißt, setzen den in 100 Kilohertz Entfernung dann hin. Und dann bekommen wir diese beiden Marker jetzt hier auch angezeigt. Die gehen so ein bisschen unter, da ist der eine und da der andere. Und ich sehe halt hier die Werte. Ja, und wenn ich das auch noch so mit so einem schönen Average haben will, dann kann ich hier zurückgehen und in den Trace reingehen und dann hier einmal Kalk anschalten und dann auf Average vormachen, also ein Durchschnitt von 4. Und jetzt müssen wir einfach nur noch kurz warten, bis er dann diese 4 Durchgänge gezogen hat. Und dann sehen wir hier das Phasenrauschen sowohl in 10 Kilohertz als auch in 100 Kilohertz Entfernung. Da seht ihr, das liegt hier bei minus 91, 92 so roundabout und hier bei minus 110. Das ist das, was wir hier sehen. Ja, zum Abschluss vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wer jetzt glaubt, das ist das Phasenrauschen von dem Signal, der irrt leider. Denn hier der Signalgenerator ist natürlich sehr, sehr gut und der hat nur ein Phasenrauschen von minus 125 dBc pro Hertz. Das heißt, der ist also deutlich besser als das, was wir hier angezeigt bekommen. Woher kommt dann das Ganze, was wir hier sehen? Das ist das Phasenrauschen des Spektrumanalyzers. Das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Der Spektrumanalyzer mischt ja auch. Das heißt, auch der hat ein Phasenrauschen, denn kein Oszillator ist ja wirklich perfekt. Und das, was wir hier sehen, ist eben das Phasenrauschen des Spektrumanalyzers. Das muss man im Hinterkopf haben, auch so immer ein bisschen die Limitationen im Hinterkopf haben, die die Messgeräte haben. Wenn man nämlich was misst, was besser ist, wenn man versucht, was zu messen, was besser ist, wie jetzt hier den Signalgenerator, dann haut das nicht hin. Da muss man dann entweder einen besseren Spektrumanalyzer haben oder andere Messmethoden wählen. Soweit mein zweites Video zum Thema Spektrumanalyzer und Praxis mit dem Tiny SA Ultra. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet einiges an Anregungen mitnehmen. Vielleicht habt ihr aber auch noch Fragen, Anregungen für zukünftige Videos. Dann haut mir das gerne hier unten in die Kommentare rein. Wenn ihr schon mal da unten seid, findet ihr in der Videobeschreibung natürlich einen Link zum Tiny SA. Genauso wie übrigens einen Link zum Funkwelle T-Shirt Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk T-Shirts kaufen könnt. Und mit dessen kauft ihr dann auch den Betrieb dieses Kanals und die Produktion solcher Videos ein klein wenig unterstützt. Vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, falls euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr es auch weiterempfehlen in der Community, zum Beispiel auf Facebook oder in euren Ortsverbänden, damit mehr Leute von dem Wissen profitieren können. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr eben über kommende Videos auch informiert werdet. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.